letzten Vortrag in dieser Reihe über den Spiralpfad. Und das Thema ist heute Abend Yatha Bhutha Jnana Darsana. Das finde ich immer so ein Wort, kann man so schön Leute damit beeindrucken. Yatha Bhutha Jnana Darsana. Und das sozusagen, ohne ja, mit dem Zunge so festzustecken. Es ist Einsicht oder sehen, wie die Dinge sind. Gestern habe ich darüber geredet, dass es drei Bedingungen gibt, um Einsicht zu erlangen. Erstmal, dass unser Geist dafür Klarheit braucht. Klarheit und Bewusstheit. Ja. Wenn wir Klarheit und Bewusstheit haben, dann können wir richtig wahrnehmen. Dann können wir ganz rein wahrnehmen, wirklich sehen. Dann brauchen wir auch Positivität. Und diese Positivität brauchen wir, um das, was wir wahrnehmen, zu verarbeiten. Ja. Weil wenn wir wirklich richtig wahrnehmen und die Dinge sehen, wie sie sind, dann ist das vielleicht manchmal ganz schockierend, weil es so anders ist, als wir bisher geglaubt haben. Und wir brauchen eine ganze Menge Positivität, um diese ja, neue Wahrnehmung wirklich annehmen zu können und in uns selbst einzubauen, sozusagen. Dann brauchen wir auch Konzentration. Und diese Konzentration brauchen wir, um diese neue Wahrnehmung immer weiter zu vertiefen. Ja, immer mehr in der Wirklichkeit reinzudringen, ja, durchzudringen. Und ja, die Wirklichkeit dann letztendlich voll genauso wahrzunehmen, wie sie ist und uns selbst dann auch in Einklang mit unserer Wahrnehmung zu transformieren. Also das sind die Bedingungen für das Entstehen von Einsicht. Aber was ist das denn eigentlich, Einsicht? Ja? Oder wie sehen die Dinge dann letztendlich wirklich aus? Leider kann man Weisheit nicht kommunizieren. Ja, man kann nicht in Worte fassen, was die Wirklichkeit ist. Man kann nur Hinweise geben. Ja, auch der Buddha hat eigentlich nur Hinweise gegeben. Er hat nicht gesagt, die Wirklichkeit ist so und so und damit seine Einsichten sozusagen kommuniziert. Das ist unmöglich. Wenn das möglich wäre, hätte er sozusagen seine Erleuchtung einfach an andere Menschen weitergeben können und er hätte es dann wieder an andere weitergeben können, dann wären wir alle in kurzer Zeit erleuchtet. Aber so ist es nicht. Ja, man kann es nicht in Worte fassen, man kann nur Hinweise geben. Manchmal wird das im Buddhismus zum Ausdruck gebracht mit ein Bild, wo man der Buddha zeigt und er zeigt mit seinem Zeigefinger den Mond. Ja? Er weist in die Richtung von dem Mond. Und der Mond ist da die Wahrheit, die Realität. Aber was Buddha, das Einzige, was der Buddha machen kann, ist da hinweisen. Also sein Zeigefinger ist die Hinweise sozusagen. Und es ist unmöglich, den Mond zu beschreiben. Aber man kann vielleicht den Zeigefinger beschreiben. Das werde ich versuchen zu tun. Aber man muss selbst durch eigene Bemühungen den Mond entdecken, wenn man diese Zeigefinger folgt. Also ich werde zwei Hinweise geben. Einerseits werde ich eine Beschreibung geben, wie dem Buddha nach die Dinge sind. Und diese Beschreibung, das sind die drei Lakshanas. Und andererseits werde ich eine Beschreibung davon geben, was passiert, wenn wir Einsicht erlangen. Also erstmal eine Beschreibung, wie die Dinge sind, so wie der Buddha das beschrieben hat. Und das ist unter drei Charakteristiken und die werden die drei Lakshanas genannt. Die drei Lakshanas sind Dukkha, Anicca und Anatman. Dukkha haben wir schon kennengelernt. Dukkha ist Leiden oder das Unbefriedigende des Daseins. Ja, das die Unfriede, die man spürt, wenn man ein normales weltliches Leben führt, wenn man in Samsara ist. Also da werde ich jetzt nicht viel mehr darüber sagen, aber der Buddha sagt, das ist eine Charakteristik von den Dingen, so wie sie sind. Die Dinge können uns nicht letztendlich befriedigen. Wir erwarten das zwar, dass sie das können, aber sie können es nicht. Dann die zweite Lakshana ist Anicca. Und das bedeutet Vergänglichkeit oder Unbeständigkeit. Alles ist vergänglich, sagt der Buddha. Es gibt nichts in diesem Leben, was dauerhaft ist. Alles ist unbeständig. Zum Beispiel die Blumen auf dem Schrein, ja, die sind sehr schön, aber früher oder später fangen sie an zu verwelken. Ja. Sie fangen jetzt schon ein bisschen an zu verwelken. Ja, also die bleiben nicht. Wir haben uns sehr darüber gefreut, wenn sie so ganz neu waren, dass sie sehr, sehr schön waren, aber so allmählich verschwindet das. Also man kann in einigen Tagen sehen mit Blumen, dass sie vergehen, dass sie verwelken. Dieser Retreat ist nicht beständig.
In 3-4 Tagen sind wir alle wieder zu Hause. Es bleibt nicht. Es geht vorbei. Wir haben hier Beziehungen miteinander aufgebaut, ein kleines Sangha miteinander aufgebaut, eine kleine spirituelle Gemeinschaft. Aber diese spirituelle Gemeinschaft bleibt nicht. Ja. Manche von uns werden einander weiter begegnen, ja, werden weiter Freundschaften aufbauen. Möglicherweise werden einige von uns einander niemals mehr begegnen. Ja. Wenn wir alle in unsere eigene Richtung gehen und ja, manche werden einander nicht mehr treffen. Also Beziehungen zwischen Menschen sind nicht beständig. Und manchmal ist das okay, manchmal kann das sehr schmerzhaft sein, ja, wenn eine Beziehung zu Ende kommt, die für uns sehr wichtig war. Gesundheit ist nicht beständig. Ja. Wir werden mal krank. Glücklicherweise werden wir auch mal wieder gesund. Ja. Also da kommt es dann auch mal wieder zurück. Also das ist ein Zyklus. Ja. Gesundheit und Krankheit ist ein Zyklus. Was nicht ein Zyklus ist, ist Jugend. Ja. Wir sind mal jung, aber wir werden älter. Und das kann man nicht zurückdrehen. Und hier im Schreinraum gibt es eigentlich viele Stufen von Alter. Ja. Jungs ist hier, ist Julia. Ja. Ich habe ausgerechnet, Julia war 2 Monate alt, wenn ich mit Buddhismus in Kontakt gekommen bin. Ja. Und Gunavati. Gunavati ist hier die Älteste. Ja. Und Gunavati war schon 4 Jahre ordiniert, wenn ich mit Buddhismus in Kontakt gekommen bin. Ja. Also das gibt schon ein bisschen Gefühl, da gibt es so ganze Ausdehnung von unterschiedlichen Lebenserfahrungen auch, unterschiedlicher Alter. Aber es geht für uns alle weiter und wir werden alle mal alt werden. Und das Leben selbst ist vergänglich. Ja. In 100 Jahren gibt es hier niemand von uns, die noch lebt. Da sind wir alle tot. Vielleicht in 15 Jahren gibt es schon 1 oder 2 oder vielleicht mehrere, die nicht mehr leben. Lebzeit oder nicht Lebzeit, die Alter ist da nicht die allein bestimmende Faktor. Es kann auch andere Faktoren geben, ja, Gesundheit. Ja. Tod kommt unerwartet. Tod fragt nicht, wie alt wir sind. Kommt einfach, wenn die Zeit da ist. Ich bin selbst jetzt 2 Jahre älter, als mein Vater war, wenn er gestorben ist. Ja, mein Vater war sehr jung. Das kann alle passieren. Für mich war das eigentlich eine sehr wichtige Lehre. Ja. Wenn mein Vater gestorben ist und ich war 17 damals, dann habe ich verstanden, er war 43. Also, was ihm passiert ist, kann mir auch passieren. Und das bedeutete für mich, dass ich sicherstellen musste, dass ich mit 43 das in meinem Leben getan hatte oder habe, was wirklich wichtig ist. Ja, und das hat mich sehr dabei geholfen, den buddhistischen Weg zu gehen. Weil ich habe auf einem bestimmten Punkt verstanden, dass eigentlich das Einzige ist, was mein Leben Sinn geben kann. Also ich habe verstanden, ich kann nicht warten, bis ich dafür mal Zeit habe. Ich muss es jetzt tun. Ich muss jetzt Zuflucht nehmen. Weil ich verstanden habe, es kann sein, dass mein Leben mit 43 vorbei ist. Ich bin jetzt fast 45. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt schon das mit meinem Leben gemacht habe, was befriedigend ist, was... Auch wenn ich jetzt sterben würde, würde ich sagen, ich habe das gemacht, was wichtig war. Manchmal vergleiche ich das Leben mit Fahren auf einer Autobahn in ein Auto und man weiß nicht, wie viel Sprit man im Tank hat. Und es gibt keinen Spritanzeiger. Also wir wissen nicht, wie viel Sprit wir haben. Wir fahren mit voller Geschwindigkeit auf der Autobahn, aber in jeder Sekunde kann der Sprit aufhören. Kann es vorbei sein. Das ist das Leben. Kühude ist nicht beständig. Wir sitzen jetzt in diesem Raum, aber vielleicht in 10 Jahren ist das hier weg. Ja, vielleicht ist in 20 Jahren das ganze Haus hier weg. Steht da vielleicht ein Krankenhaus oder etwas anderes. Ja? Ein Golfclub oder so etwas. Also Sachen bleiben nicht. Sauerland selbst bleibt nicht. Ja, über viele Jahrhunderte wird das Land hier allmählich vielleicht vom Regen weggespült, ja, wenn die Hügel allmählich verschwinden. Ja, über viele Tausende, Hunderttausende Jahre wird Sauerland einfach verschwinden. Nicht nur Sauerland, die Erde selbst. Die Sonne wird mal verschwinden. Ja. Die Sterne, die bleiben nicht. Die haben eine bestimmte Zeit, dass sie da sind und dann verfallen sie. Dann hören sie auf, ihre Licht zu strahlen. Aber das wollen wir nicht. Ja, wir wollen alles festhalten. Wir wollen eigentlich, dass alles beständig ist.
Aber das ist die Welt, die uns vertraut ist. Also das ist, was uns auch Dukkha bringt. Ja? Dukkha wird davon verursacht, dass Sachen, wovon wir hoffen, dass sie bleibend sind, dass sie nicht bleibend sind. Also die Vergänglichkeit hängt auch sehr stark mit Dukkha zusammen, mit den unbefriedigenden Charakter von den Dingen, so wie sie sind. Also Anicca und Dukkha sind zwei Seiten von einer Realität sozusagen. Das gilt auch für Anatman. Das ist eigentlich die dritte Seite von der gleichen Realität. Anatman bedeutet kein Atman. Und Atman bedeutet so etwas wie eine bleibende, unveränderliche Substanz, eine bleibende Essenz. Und der Buddha sagt, so eine bleibende Essenz gibt es nicht. Also die Dinge haben keine bleibende Essenz. Es ist nichts in allen Dingen, die es gibt, ist nichts, was bleibend ist, was unveränderlich ist. Und das ist eigentlich die Konsequenz von Anicca, ja, die Tatsache, dass alles vergänglich ist. Wenn die Dinge eine eigene Essenz haben würden, die bleibt, dann würden sie nicht vergänglich sein. Dann würden jedenfalls diese Essenz bleiben. Aber was bedeutet das, dass Dinge keine eigene Essenz haben? Erstmal bedeutet das, dass die Dinge nicht so fest sind, wie wir manchmal glauben, dass sie sind. Nehmt zum Beispiel einen Baum. Wir sehen einen Baum da draußen. Im Sommer ist dieser Baum voll grüne Blätter. Also dann sagen wir, da ist dieser Baum. Dieser Baum ist ein Baum mit grünen Blättern. Aber dann im Herbst werden diese Blätter rot oder braun. Wo ist dann dieser Baum mit grünen Blättern geblieben? Im Winter, dann sind die Blätter auch noch weg. Ja, sind nicht nur rot geworden, sind auch noch weg, die sind gefallen. Dann haben wir nur noch einen Stamm mit kahlen Ästen. Wo sind dann die roten Blätter geblieben? Wo ist dieser Baum? Was ist dieser Baum? Ist dieser Baum dann diese kahlen Ästen? Aber im Frühling erscheinen die Knospen. Also dann sind die kahlen Ästen wieder weg. Ja, also wir haben einen Begriff von einem Baum, aber der Inhalt von diesem Begriff ist sozusagen, ändert sich ständig. Ja, da ist nichts Bleibendes darin. Man kann das nicht festgreifen sozusagen. Dieser Baum wird vielleicht mal umgesägt. Dann werden vielleicht Schränke draus gemacht. Wo ist dann dieser Baum? Oder es wird als Feuerholz benutzt. Dann hat man letztendlich überhaupt nichts mehr übrig. Wo ist dieser Baum? Wo ist diese Essenz geblieben? Also Sachen sind nicht so fest. Anderes Beispiel. Wir kaufen ein neues Auto. Und erst sind wir ganz stolz drüber. Wir putzen das und polieren es und es glänzt und es steht da vor der Tür und es gibt uns wirklich so ein warmes Gefühl im Herzen. Aber nach einigen Wochen ist da die erste Kratze drauf. Der Nachbar ist reingefahren. Wo ist unser neues Auto geblieben? Die Situation hat sich geändert. Nach 10 Jahren steht diese gleiche neue Auto, worauf wir so stolz waren, steht irgendwo schmutzig in einer Ecke. Es ist vernachlässigt geworden. Wo ist diese neue Auto geblieben? Sogar die Auto mit dieser Kratze ist nicht mehr da. Und nach 15 Jahren haben wir nur noch Schrott. Das ist alles weg. Ja, was bedeutet das für uns selbst? Haben wir selbst eine bleibende Essenz, eine bleibende Substanz? Wir haben einen Körper. Aber wir wissen, unser Körper ändert sich ständig. Ja. Es wird größer. Am Ende wird es manchmal auch wieder kleiner. Ja. Und die Zusammenstellung von unserem Körper ändert sich auch ständig. Ja, es ist nicht so, dass diesen Körper genau der gleiche ist wie vor 20 Jahren. Ja, da habe ich ständig Nährungsmittel reingetan und es sind auch ständig Sachen wieder rausgegangen und das hat sich ständig ausgetauscht. Und da ist kein Molekül mehr, die gerade die gleiche war als vor 20 Jahren. Das hat sich alles ausgetauscht. Also, Körper ist nicht beständig. Mein Geist. Was ist mein Geist? Gedanken. Meine Gedanken wechseln jede Sekunde. Emotionen. Die wechseln vielleicht jede 10 Minuten oder jede Stunde oder was auch. Manchmal auch jede Sekunde. Also Gedanken und Emotionen sind nicht beständig. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, aber es gibt doch die Seele. Ist das dann die bleibende Essenz? Und da sagt der Buddha, so eine Seele gibt es nicht. Anatman. Es gibt in unserer ganzen Persönlichkeit nichts, was man entdecken kann, was immer bleibt, was ständig ist, was unvergänglich ist. Kann man sagen, ist es dann vielleicht mein Ich? Ja? Ist mein Ich vielleicht beständig? Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen Körper, ich habe einen Geist.
Ja, also der Körper ist da, Geist ist da und ich habe das und muss es an ich geben. Ja, aber das stimmt nicht. Es gibt einen Körper, es gibt einen Geist, aber dieses Ich ist etwas, was ich mich selbst kreiert habe. Es ist eine kleine Illusion, eine große Illusion. Also, man kann nichts finden, was eine bleibende Substanz hat. Alle Dinge sind nur ein fließender Strom von ständig wandelnder Energie. Und wenn es um Dinge geht, ist das Materie. Wenn es um Lebewesen geht, dann ist dieser fließende Strom von Energie ist Bewusstsein. Bewusstsein und Materie, Geist und Körper. Okay, das sind dann die drei Lakshanas, drei Beschreibungen von, wie die Dinge sind. Dann mein zweiter Hinweis ist, was passiert, wenn wir Einsicht erlangen? Wenn wir Einsicht erlangen, sagt die buddhistische Tradition, dann sprengen wir drei Fesseln. Und die habe ich hier noch aufgeschrieben. Das erste Fessel ist Anhaften an festen Ansichten über sich selbst. Das zweite Fessel Anhaften an Samsara oder Zweifel. Das dritte Anhaften an Gewohnheiten. Die werde ich alle drei getrennt behandeln. Erstmal die Fessel des Anhaften an festen Ideen und Ansichten über wer wir sind. Ja, oder zusammengefasst ein fixiertes Selbstbild. Was wir machen ist, wir isolieren ein kleines Stückchen der Wirklichkeit, trennen es ab von allen anderen Dingen und allen anderen Wesen und wir sagen dann, das bin ich. Ein getrenntes Stückchen Wirklichkeit. Wie mein eigener Körper, mein eigener Geist, isoliert von der Wirklichkeit. Und ich sage, das bin ich. Und dann sagen wir auch noch, dieses Ich ist essentiell anders als alles andere. Und auch, dieses Ich ist das Zentrum des Universums. So nehmen wir alles wahr. Das Zentrum des Universums ist hier, in mir selbst. Und alles andere ist da draußen. Also, ich bin das Zentrum des Universums. Nicht, dass ich das so sozusagen ganz bewusst wähle, aber es ist meine unbewusste Annahme. So denke ich, so fühle ich, so nehme ich wahr. Und noch eine dritte Annahme dazu ist, dass wir glauben, dass das ganze Universum uns zur Verfügung steht. Das ist für uns da. Alle Dinge existieren, um unser Leben angenehm zu machen. Das ist die unbewusste Annahme, dass das so ist. Also damit haben wir eine Dualität kreiert. Eine Ich-Andere-Dualität oder auch Subjekt-Objekt-Dualität. Ich bin das Subjekt, alles andere da draußen ist das Objekt. Aber der Buddha sagt, diese Dualität ist eine Illusion. Diese Trennung gibt es nicht. Aber wir machen weiter mit dieser Trennung, diese Selbstisolierung. Was wir noch weiter machen, ist, wir fangen an, so eine ganze Menge Ansichten über uns selbst zu haben. Ganze Menge Meinungen. So und so bin ich. Wir identifizieren uns mit bestimmten Aspekten von uns selbst. Bestimmte Stärken oder bestimmte Schwächen. Bestimmte Qualitäten. Bestimmte Rollen, die wir haben. Zum Beispiel, wir sagen, ich bin jung. Alle anderen sind alt. Naja, es gibt auch noch ein paar andere, die auch jung sind. Aber man beschreibt sich in bestimmter Art und Weise und glaubt, so ist es. Ja? Und man vergleicht sich dann von diesem Standpunkt mit anderen. Oder man sagt, ich bin stark und gesund. Und ich werde niemals krank. Habe ich heute noch gehört. Stimmt nicht. Manchmal werden wir krank. Wir denken, ich bin intelligent. Ja, oft stimmt das, aber manchmal mache ich Blödsinn. So andere Identifikationen, die man machen kann. Ja, ich nenne so mal ein Beispiel. Ich bin hübsch. Ja? Aber wenn ich ärgerlich bin und ich gucke in den Spiegel, bin ich vielleicht nicht hübsch. Ich bin hässlich. Aber wenn ich glücklich bin, sehe ich sehr, sehr schön aus. Ich bin scheu. Ich bin eifersüchtig. Ich bin unsicher. Ich bin dies. Ich bin das. Also wir identifizieren uns mit Aspekten, die vielleicht in bestimmten Augenblicken stimmen, aber jedenfalls nicht immer stimmen. Aber indem wir uns mit diesen Aspekten identifizieren, legen wir uns sozusagen fest darauf. Wir schaffen uns eine Unfreiheit. Wenn ich sage, ich bin unsicher, dann mache ich mich sozusagen unfrei, um mich auch mal sicher zu fühlen.
Also wir beschränken uns. Wir können uns auch mit Rollen identifizieren. Ja, zum Beispiel Familienrollen. Ich bin Vater. Ich bin Mutter. Ich bin so Sohn von so und so. Ich bin Tochter von so und so. Also wir legen uns fest in diese Rolle und verlieren die Breite sozusagen. Oder wir identifizieren uns mit unserem Beruf. Ich bin Kaufmann. Ich bin Metallarbeiter. Ich bin Politiker. Ich bin Schornsteinfeger. Und wir legen uns fest. Andere Identifikation, die man oft trifft, Status. Ich bin Doktor. Ich bin Vorstandsmitglied. Ich bin Manager. Ich bin Direktor. Was man auch manchmal trifft, ich bin Ordensmitglied. Ja. Also, es kann auch da in diese Richtung gehen. Ja. Oder Identifikation mit Religion. Ich bin katholisch. Ich bin Sufi. Ich bin Hindu. Ich bin Buddhist. Und was bedeutet es, wenn ich sage, ich bin Buddhist? Ja. Ich habe vorgestern noch gehört von einer Frau, die scheinbar Hauptrollen spielt in pornografische Filme, und die scheint von sich selbst zu behaupten, sie ist Buddhistin. Was bedeutet das? Absolut nichts. Man ist Buddhist, wenn man Buddhismus praktiziert. Nicht, wenn man sagt, dass man Buddhist ist. Sogar Geschlechtlichkeit kann zu dieser Identifikation führen. Ja? Ich bin Mann. Ja? Ich bin Frau. Ja? Vielleicht ist es dann manchmal auch gut, das zu sagen, ja, wenn man vielleicht eine Unteridentifikation damit hat. Aber man soll es jedenfalls nicht ausschließlich so machen. Ja? Nicht ausschließlich sagen, ich bin Mann, ich bin Frau. Man ist Mensch. Wenn wir diese Fessel sprengen, dann werden wir frei von all diesen fixierten Selbstbildern. Wir haben dann eine innere Flexibilität, ja? Das zu sein, was wir im Augenblick sind, aber im anderen Augenblick kann es anders sein. Ich bin mal jung, ich bin mal alt, bin mal gesund, ich bin mal krank, bin mal selbstsicher oder scheu oder was auch. Man ist frei, das zu sein, was man ist. Also man überidentifiziert sich nicht mehr mit irgendwelcher Rolle. Was nicht bedeuten soll, dass man verneinen soll, dass es die Rollen auch gibt oder diese Qualitäten auch gibt oder diese Schwächen oder Stärken. Ja? Die können da sein, aber es bedeutet nicht, dass wir immer so sind. Also, wenn wir diese Fessel sprengen, sind wir frei von solchen Selbstbildern. Dann die zweite Fessel, die Fessel des Anhaftens an Samsara. Oder manchmal wird es ausgedrückt als Zweifel oder Unentschiedenheit. Oder vielleicht eine noch direktere Weise, um anzudeuten, was es bedeutet. Eine absichtliche Schwammigkeit oder eine instant gehaltene Verwirrung. Wir haben alle viel Erfahrung mit Samsara. Samsara fühlt so vertraut an. Mit all seinen guten alten Enttäuschungen und Frustrationen. Hier wissen wir, wo wir stehen. Wenn unsere 10. Beziehung kaputt geht, tut das zwar weh, aber jedenfalls kennen wir uns hier aus. Ja? Und das fühlt erstmal gut an. Also wir werden auch schnell eine 11. Beziehung anfangen, weil das haben wir am letzten Mal auch so gemacht. Also wir hängen am Bekannten, auch wenn es weh tut. Das Unbekannte macht uns unsicher. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wenn wir etwas Neues ausprobieren. Also lieber halten wir fest an dem Alten, auch wenn es unbefriedigend ist. Es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte, die das illustriert. Es ist eine Geschichte von einer Fischverkäuferin auf einem Markt. Und diese Fischverkäuferin am Ende des Tages merkt sie, es ist zu spät geworden, um noch nach Hause zu kommen. Und sie fragt die Verkäuferin neben ihr, ob sie vielleicht bei ihr übernachten kann. Und diese Verkäuferin neben ihr, die verkauft Blumen. Und die sagt, ja, du kannst bei mir im Blumenladen schlafen. Ja, kannst du dich einfach da hinlegen, das ist okay. Und diese Fischverkäuferin geht in diese Blumenladen rein und versucht zu schlafen. Aber sie kann nicht schlafen. Die Duft von diesen Blumen, das ist so stark, das ist so angenehm, das kann sie nicht aushalten. Sie ist einfach diese Fischgerüche geworden. Ja? Also letztendlich, was sie macht, sie geht zurück zu ihrem eigenen Fischladen, holt eine Schale mit Fisch, setzt das neben ihr Bett und dann kann sie schlafen. Also so geht es uns auch. Wir halten fest am Bekannten, das sind wir gewohnt und damit fühlen wir uns
wohne, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm ist. Also dies ist die Fessel des anhaftens an Samsara. Und das äußert sich in irrationaler Zweifel oder Zurückhaltung, wenn wir mit einem spirituellen Weg konfrontiert werden. Wir verweigern uns, den Sprung im Unbekannte zu wagen. Vielleicht eine andere Illustration. Wir sind auf dem Balkon von unserer Wohnung, ja, auf dem dritten Stock, und das ganze Haus brennt. Aber die Feuerwehr ist gekommen und die hat eine Fluchtleiter gegen den Balkon gestellt. Aber was tun wir? Wir verweigern uns, auf den Leiter abzusteigen, weil unsere Wohnung uns so vertraut ist. Wenn wir diese Fessel sprengen, sind wir frei, um Samsara nicht nur zu vermeiden, aber es tatsächlich und definitiv hinter uns zu lassen. Und wir werden dann niemals drin zurückgehen. Dann die dritte Fessel. Die dritte Fessel ist das Anhaften an alten Gewohnheiten. Oder traditionell im Buddhismus sagt man, das Anhaften an Riten und Ritualen, als ob sie das Ziel selbst sind, statt ein Mittel, um zu einem Ziel zu kommen. Das ganze Leben ist ein großes Ritual. Und in diesem Ritual machen alle Menschen mit. Wir wachsen auf. Wir lernen, welche Ansichten und Meinungen wir haben sollen. Wir lernen, wenn wir Glück haben, lernen wir das von liebevollen Eltern und fähigen Lehrern. Aber wenn wir Pech haben, lernen wir das vielleicht vom Fernsehgerät. Dann machen wir eine Ausbildung. Wir kriegen einen Job. Wir heiraten, kaufen ein Haus, kriegen Kinder, arbeiten 40 Jahre und dann sterben wir. Und wir machen das alle gerne, weil andere es auch so machen. Das ist unser gemeinsames Ritual. Unsere Religion. Die Religion der Masse oder der Gruppe. Und das nennen wir dann persönliche Freiheit. Wir fahren jeden Morgen die gleiche Strecke auf dem Autobahn zu unserer Arbeit. Jeden Morgen haben wir da die gleiche Stau. Und jeden Morgen werden wir auf die gleiche Art und Weise ärgerlich. Und dann kommen wir auf die Arbeit und sind wir erstmal mürrisch gegen unsere Kollegen. Aber wenn wir dann unsere erste Tasse Kaffee getrunken haben, geht's besser. Und so geht's weiter. Bis zum Abend, wenn wir dann wieder nach Hause kommen, und dann haben wir wieder die gleiche Kreise rumgegangen, auf die gleichen Gleisen rumgefahren. Wir sind Gewohnheitstiere. Wenn wir diese Fessel sprengen, immer wieder in den gleichen Kreis rumzugehen, die alten Gewohnheiten zu folgen, dann sind wir frei. Dann sind wir frei, diese alten Gewohnheiten gehen zu lassen und neu und kreativ mit Situationen und mit uns selbst umzugehen. Vielleicht hier noch eine extra Bemerkung. Auch das spirituelle Leben kann wie eine alte Gewohnheit werden. Ja, kann eine Routine werden. Vor allem Meditation. Ja, wenn wir nicht aufpassen, dann wird Meditation so etwas, was wir, naja, jeden Tag machen. Wir stehen ein bisschen früher auf, wir setzen uns hin für Meditation und dann machen wir das und dann gehen wir in die Arbeit. Und dann ist das Gleiche geworden als alle anderen Sachen. Ja. Also wir müssen immer wieder versuchen, neue Inspiration in unsere Meditation reinzubringen. Und nicht nur in die Meditation, auch in unsere ganze, ja, alles, was sozusagen für uns die spirituelle Seite unserer Entwicklung repräsentiert. Wir müssen immer neue Inspiration suchen, um zu vermeiden, dass ja das, was wir im Bereich vom Spirituellen machen, nicht degeneriert in einfach Gewohnheiten. Um diese drei Fesseln zu sprengen, braucht man drei Qualitäten. Erst braucht man Klarheit. Klarheit, könnte man sagen, ist die Freiheit oder bringt die Freiheit, sichzelf zu sein und sichzelf zu sein, ohne dass wir vom Ego bestimmt werden. Wenn wir wirklich klar darüber sind, was es ist, was wir wollen, dann können wir sozusagen auch unsere Ego durchschauen und nicht von unserem Ego bedingt werden. Die zweite Qualität ist Kreativität. Das ist die Freiheit, ohne Konditionierung zu handeln. Ja, ohne alte Gewohnheiten zu handeln, immer etwas Neues zu machen, immer in jeder Situation die kreative Lösung zu finden. Und die dritte Qualität ist die Fähigkeit zur Selbstverpflichtung. Das ist die Freiheit, die innerliche Freiheit, sich wirklich auf einen spirituellen Weg einzulassen. Ja, nicht durch diese Zweifel gebremst zu werden, diese Zurückhaltung zurückgehalten zu werden. Wenn diese drei Qualitäten voll entwickelt sind, dann sind wir imstande, die drei Fesseln zu sprengen und Einsicht zu erlangen. Und wenn wir Einsicht erlangen, dann, was dann passiert, ist, dass wir in den Strom eintreten. Was bedeutet das?
Wenn wir Einsicht erlangen, ist diese Einsicht bietet uns so ein starkes Kontakt mit der Realität, dass es uns völlig transformiert. Wir können, wenn wir Einsicht erlangt haben, die Wirklichkeit nicht mehr in die alte, falsche Art und Weise sehen. Ich vergleiche gerne die Art und Weise, worauf wir die Wirklichkeit sehen, als Menschen ohne Einsicht, als ob man eine gefärbte Brille auf die Nase hat. Also man sieht alles in einer bestimmten Farbe. Und die Farbe stimmt damit überein, wie wir gerne die Welt sehen wollen. Wenn wir alles gerne rot sehen wollen, dann haben wir eine rote Brille auf die Nase. Wenn wir es alle grün sehen wollen, haben wir eine grüne Brille auf die Nase. Obwohl wir dann oft merken, dass es doch nicht klappt. Also Einsicht zu erlangen ist, als ob man die Brille abnimmt und alles völlig klar sieht, genauso wie es ist. Und wenn man das gesehen hat, kann man nicht mehr zurück. Man kann nicht mehr zurück zu dem Punkt, wo man sich selbst sozusagen etwas vorgemacht hat. Und wir nennen das auch, diesen Punkt nennen wir der Punkt von Nicht-Wiederkehrens. Man kann nicht mehr zurück. Und es wird auch Stromeintritt genannt, weil es ist, als ob man in diesem Augenblick in einen Strom reingeht, die uns dann aufhebt und sozusagen mitnimmt in der Richtung von Erleuchtung. Von diesem Punkt an wird unsere Bemühung viel effektiver. Es wird viel leichter, um Fortschritte zu machen. Die Klarheit ist da, man fällt nicht mehr zurück, man wird nur noch weitergehen. Also wenn man Stromeintritt erlangt hat, wenn Einsicht gekommen ist, dann ist es so eine Art von Prä-Erleuchtung. Es ist eine vorläufige Erleuchtung sozusagen. Von diesem Punkt an wird wirklich Erleuchtung erreicht werden. Das ist garantiert. Wir werden nur noch weitergehen. Es wird ein langer Weg sein. Es bedeutet die völlige Transformation von unserer Persönlichkeit. Aber wir werden von diesem Punkt an auf Erleuchtung zugehen. Ja, also damit habe ich diese Stufe von Einsicht sozusagen hoffentlich klarer gemacht. Von sehen, wie die Dinge sind. Und dann geht es weiter. Was passiert, wenn wir Einsicht erlangt haben? Was dann passiert ist Rückzug, Nibbida. Das ist die 9. Stufe auf dem Spiralpfad. Wir haben jetzt die Wirklichkeit völlig durchschaut und Samsara hat seine Anziehungskraft dadurch verloren. Und dann ziehen wir uns zurück. Wir ziehen uns aus den samsarischen Aspekten des Lebens zurück. Wir verlieren unsere Interessen an die 8 weltlichen Winden. Was sind die 8 weltlichen Winden? Muss immer wieder die Blätter umschlagen. Die 8 weltlichen Winden sind Kräfte, die uns treiben, Kräfte, die uns motivieren. Und da gibt es 4 Paaren. Und jedes Paar hat ein Teil, was uns motiviert, sozusagen dahin zu gehen, und ein Teil, was uns motiviert, davon wegzukommen. Das erste Paar ist Vergnügen und Leid. 2 Gegenteile. Also, wir werden motiviert in unserem Leben. Wir versuchen, Vergnügen zu bekommen. Wir sind immer auf der Suche nach Vergnügen, nach angenehmen Erfahrungen. Und wir versuchen wegzukommen vom Leid, von unangenehmen Erfahrungen. Der zweite Paar ist Gewinn und Verlust. Gewinn in dem Sinne, alles was man gewinnen kann, ob das Geld ist oder Besitztümer. Also wir wollen etwas haben, wir wollen mehr haben und das motiviert uns. Und was wir versuchen zu vermeiden, ist das Gegenteil, das ist Verlust. Das, was wir haben, verlieren. Der dritte Paar ist guter Ruf und schlechter Ruf. Wir wollen gerne einen guten Ruf haben. Wir wollen Bekanntheit haben. Berühmtheit vielleicht. Wir wollen, dass Leute gut von uns denken. Wir wollen, dass Leute uns mögen. Und wir versuchen wegzukommen von schlechter Ruf. Wir wollen nicht, dass Leute uns nicht gerne haben. Wir wollen nicht, dass wir einen schlechten Ruf haben. Und dann der vierte Paar ist Lob und Tadel. Wir wollen gelobt werden und wir wollen kein Tadel empfangen. Wenn man über diese 4 Paaren reflektiert, wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, dass wirklich alles, was uns motiviert, unter diese 4 Paaren untergebracht werden können. Also diese Stufe des Rückzugs wird oft auch verbunden mit effektiver Entsagung. Entsagung von weltlichen Freuden zugunsten von spirituellen Freuden. Also wir in dieser Phase fangen wir an, Sachen aufzugeben, weil wir merken, dass wir haben das Interesse drin verloren. Wir haften uns nicht mehr an. Es geht mühelos, Sachen aufzugeben. Es ist wie ein Kind, was immer sehr gerne mit seinen Spielzeugen gespielt hat, aber auf einem bestimmten Punkt
ist er aufgewachsen, er ist erwachsen geworden und dann interessieren die Spielzeuge ihn nicht mehr. Also er gibt sie einfach auf. Ja, er denkt überhaupt nicht darüber nach. Er vergisst sie einfach. Ja, das ist auch in dieser Phase von Rückzug. Das, was uns vorher alles so wichtig war, verliert jetzt seine Wichtigkeit. Wir verlieren die Interesse an diese Sachen, die alle so vergänglich sind. Gleichzeitig wächst auch unsere Metta, unsere Liebe für alle Lebewesen. Und diese Liebe transformiert sich dann auch noch in Mitgefühl, weil wir sehen, dass alle Lebewesen leiden. Und vor allem, weil wir sehen, dass sie leiden, weil sie unerleuchtet sind, weil sie die Wirklichkeit nicht sehen. Wir haben angefangen, die Wirklichkeit zu sehen. Ja, wir können sehen, dass viele Menschen, viele Lebewesen leiden, weil sie das nicht sehen können. Und deshalb entwickelt sich aus unserem Metta, entwickelt sich Mitgefühl. Dann die nächste Stufe, die entsteht. Es geht jetzt allmählich schneller, weil wir kommen höher und höher. Das ist schwieriger und schwieriger, da viel drüber zu sagen. Aber die nächste Stufe auf dem Spiralpfad ist Viraga oder Loslösung. Wir sind jetzt auf Stufe 10. Also was ist Loslösung? Wir lösen uns ab, wir lösen uns los von Samsara. Hier wenden wir letztendlich uns von Samsara ab. Die letzten Verbindungen mit den unerleuchteten Existenz werden verbrochen. Es entsteht eine tiefe Geistesfreude, weil wir wissen, dass wir sehr nah am Ziel gekommen sind. Sehr bald werden wir erleuchtet sein. Dann gehen wir noch eine Stufe weiter. Wenn die letzten Verbindungen verbrochen sind, dann sind wir endlich frei. Also Vimutti oder Befreiung, die vorletzte Stufe des Spiralpfades, ist erreicht. Wir sind frei von allen falschen Ansichten, alle falschen Vorurteilen, frei von Unwissenheit. Wir sind frei von psychologischen und emotionalen Konditionierungen. Nicht nur sind wir frei, es wird uns auch klar, dass wir frei geworden sind. Ja, wir realisieren uns, dass wir unser Ziel erreicht haben. Also die letzte Stufe des Spiralpfades, das ist die Stufe Wissen um die Zerstörung der Ashravas. Die Ashravas sind die negative unerleuchtete Tendenzen in uns. Also wir wissen, dass sie zerstört geworden sind. Wir wissen, dass wir völlig frei geworden sind. Wir wissen, dass wir Erleuchtung erlangt haben. Hier kann unsere Erfahrung nicht mehr mit Worten zum Ausdruck gebracht werden. Erleuchtung geht an alle konzeptuellen Begriffen vorbei. Hier passt nur noch ein edles Schweigen.